mal wieder ein bisschen Zeit hier, uns mal mit anderen Projekten zu beschäftigen. Gab ja schon ein, zwei Videos, was wir mit dem X-Bow vorhaben. Alte Riefen haben wir dort. Das ist aber leider ein bisschen Dreckriefen. Siehst du das da? Aber das kannst du mal gekonnt ignorieren, das Ganze. Sag mal überhaupt nur einmal ganz kurz, was für ein Motor in diesem X-Bow drin ist. Ich weiß eigentlich nur, dass da ein 200 PS drin war und, der CDL-Motor, der vom S3 bzw. Cupra, was auch immer. Dieser Motor hat 2000 Kilometer. Ist ja auch kein Motor für die Ewigkeit, ne? Muss ich einfach so realistisch sagen. So René, erste Runde X-Bow. War auf jeden Fall geil. Sehr direkt alles, aber macht Spaß. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor der Sommer rum ist, müssen wir natürlich unserem Cabrio, dem X-Bow, der Crossbow, es haben sich ja einige beschwert, dass ich immer X-Bow sage, für mich bleibt es X-Bow, okay, es heißt eigentlich Crossbow, aber ich sage trotzdem X-Bow. Bevor der Sommer rum ist, muss da natürlich irgendwann der Motor rein. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Video waren wir bei Björn und haben euch grob vorgestellt, was da motormäßig reinkommt. Ziel sind ja so 400-500 PS. Heute baue ich den Motor zusammen. Das Ganze machen wir jetzt allerdings ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil da gibt es eigentlich nichts zu sagen, was ihr nicht schon kennt. Aber sobald der Motor zusammen ist, geht es auf jeden Fall weiter. Yeah. Welcome. Yeah. Yeah. Cutaways. Mike LV. I done wasted enough of my time, I'ma need that back. Yeah, time after time with the I've been wrong out of line like I don't read the signs. I'm so done with the lies, that's why I ain't got no time. At the clock, stepped up in the game like rock. Ball boy with the hook, can't stop. Like the dread on my head, stay locked. Look, always no island. Stay fly, no pilot. All beef, no diet. Real G, stay silent. I'm all for the mission to pray for the tension because the best of us come with complacency issues. And in the chosen and high, cause replacing on picking the tissues. They thinking and crying and laughing and ain't for the miss you. I've been up like all night, working on the crab cause the sucker don't ball right. Do we about to swing cause we ain't about to fall. I'm living on my knees cause I know it ain't all I. Oh my god, never gonna stop. Think I'm finna go and change my legal name to Pops. Y'all a bunch of birds, I ain't even gotta fly. Looking for the beat, find a light up in the tribe. See it at the top, praise be to Jah. I ain't need a job, glory be to God. Millie with the rocks, Jordan with the hops. Catch me at the Grove, 10:30 on the dot, boy. Yeah, time after time with the I've been wrong out of line like I don't read the signs. I'm so done with the lies, that's why I ain't got no time. With the rock, y'all swine, how you moving with the ops? Self-made, how I be up in the shop. Stay paid, I don't care about the props. Praise God, change ways. Never been just about a payday. Glow up, then it turn into a melee. Coming down, so they hollin' out, mayday. Yeah, if you're doing this for dollar signs, odds you are out of line. Yeah, pay attention to the product line before that is modified. Yeah, eyes up on the bottom line before you are out of time. Yeah. Out of body, moving me so out of mind. I can see through all the jealousy. Can't compare to all the pedigree. They saying and sending, but all I seeing is jokes. They never wanting to smoke. They feeling it in their throat. Only a matter of time, we gonna see them all choke. Unravel the sun rattles, the intimate folk. Oh no, we know that's laying us so. The internet trolls, the intimate know the feeling is gone. Yeah. Yeah, time after time with the I've been wrong out of line like I don't read the signs. I'm so done with the lies, that's why
ain't got no time. I'ma need every minute y'all took from me. I ain't got no time. It's my time now. I ain't got no time. God always. I ain't got no time. I ain't got no. We in here. Ja, da ihr die Zeitraffer so feiert, habe ich mir überlegt, dieses Video wird mal komplett anders. Ihr kriegt jetzt erstmal noch ein schönes Zeitraffer hinterher, wie ich die restlichen Kolbenpleule reinstecke. Ja, kurze Unterbrechung, so wie es beim Tuning halt immer so ist, passt nicht. Aber genau das macht den Unterschied aus zwischen man klatscht einfach nur im Motor zusammen oder man kontrolliert ein paar Sachen. Beim Motorenbau ist wirklich das Wichtigste, alles zu kontrollieren, sonst heißt es später Zündschlüssel umdrehen, es macht einmal Peng und alles ist wieder hinüber. So, hier unten drin seht ihr die Kolbenbodenkühlung, das ist diese kleine Düse. Und der Kolben ist jetzt gerade im unteren Totpunkt und kommt gegen diese Düse. Ihr erinnert euch, wir haben andere Kolben reingemacht und das scheint scheinbar nicht zu funktionieren. Kannst du mir die Düse nochmal genau zeigen, bitte? Da, wenn du tief reingehst, diese Nase, die nach unten zeigt. Ah ja, jetzt weiß ich. Bewegt mal ein bisschen die Kurbelwelle. So, und man merkt nämlich beim Durchdrehen einen kleinen Widerstand. Das ist nicht viel. Es ist nicht viel, aber... Ich weiß nicht, ob man es hört oder sieht. Es geht halt definitiv nicht am Stück ganz weich rum, sondern alle 180 Grad. Zack, jetzt sind es die anderen beiden Kolben. Merkt man definitiv einen leichten Widerstand. Und das darf natürlich nicht sein. Natürlich würde sich das im Betrieb einmassieren. Aber sich darauf zu verlassen beim Motorenbau wäre Fusch hoch 10. Also befürchte ich Variante 1, es gibt mal wieder zwei Varianten, ist, wir machen die Düse passend. Das halte ich allerdings für nicht sehr sinnvoll. Ich befürchte, wir müssen Kolben nochmal rausnehmen und ein bisschen abfräsen. So, hier sieht man schon diese kleine Aussparung für die Kolbenbodung, für die Kolbenbodenkühlungsdüse. Die reicht allerdings nicht aus. Da kommt da ganz leicht gegen. Das heißt, ich nehme mir jetzt einfach einen Fräser und fräse die Ecke ein bisschen weiter weg. Danach auf jeden Fall einmal vorsichtig entgraten und dann kann das Ganze wieder rein. Es ist mal wieder dezent warm heute. Es gibt natürlich nichts Schlimmeres als einem komplett fertig montierten Pleuelkolben-Kolbenringe jetzt hier lauter Taschen zu fräsen. Ich war gerade natürlich erstmal 20 Minuten mit beschäftigt, alles wieder zu reinigen, auch dafür zu sorgen, dass nicht hinter den Kolbenringen irgendwo noch ein kleines Ersparen ist. Jetzt haben die Spritzdüsen aber genug Luft und jetzt können alle vier Kolben wieder eingebaut werden. So Leute, ich kann euch sagen, ich bin tot. Geplant war eigentlich nur mal schnell diesen Motor zusammenzustecken. Hat aber gar nicht funktioniert. Das mit den Kolben hat mich dann doch recht lange aufgehalten. Jetzt ist soweit alles zusammen. Am liebsten hätte ich schon Nockenwellen drin, Zahnriemen drauf und so weiter. Das dauert aber alles viel zu lange. Somit kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Inhalt von diesem Video. Ich wollte gerne am Fahrzeug schon mal gucken, was wir mit dem Thema Ansaugung machen. Wir haben ja hier unseren TTE 480 Turbolader. Der hat serienmäßig einen ziemlich engen 90 Grad Bogen angegossen an dem Verdichtergehäuse. Das bleibt auch so. Allerdings habe ich die Hoffnung, dass wir die Ansaugung ab hier,
radikal abändern können und von dem Originalteil weggehen. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns das Ganze mal am Auto an, nehmen die Abdeckung ab, schieben den Motor mal daneben und gucken mal, was wir da so Geiles an ansaugungsmäßig vielleicht bauen können. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Sideblades hier schon runtergenommen habe, weil selbst zum Ölstandsprüfen müssen die Dinger runter. Das ist übrigens die perfekte Werkzeugablage hier. An nichts verloren geht. So. Wird mir auch gleich wieder ganz warm ums Herz bei diesen Carbon-Teilen. So, hier haben wir's. Hier unten drin sitzt unser K03 Turbolader. Voll original. Und wie ich befürchtet habe, ist das eine stinknormale 2.0 TFSI Ansaugung. Das heißt, der hat den Luftfilter in dieser Plastikabdeckung hier oben drauf. Das ist natürlich für uns komplett ungeeignet, weil ehrlich gesagt würde ich ganz gerne was bauen, von hier hochkommt, um die Ecke und dann komplett diesen Ram Air nutzen. Man hatte ja so richtig schön einen Schacht. Das heißt, am liebsten hätte ich in diesem Schacht irgendwie längs einen Pilzluftfilter liegen und dann von diesem Pilzluftfilter geht es um die Ecke. Was ich allerdings gucken musste ist, ich muss ja irgendwo wieder mein Luftmassenmesser integrieren. Das heißt, ich muss jetzt nämlich mir einen passenden Flansch besorgen, dass ich dieses Luftmassenmesser-Element in das Alurohr reinkriege. Und schon können wir hier eine schön große Ansaugung bauen mit einem schönen Filter in den Ram Air rein. Ja, okay. Sieht aber relativ einfach aus, ehrlich gesagt. Gerade hoch, 90 Grad Bogen, Luftmassenmesser, 90 Grad Bogen. Ich denke mal, wir werden hier eine Platte reinlegen, dass das wirklich abgeschottet ist. Und einfach einen schönen Trichter mit einem schönen Sportluftfilter. Und dann sind wir hier im Grün. Ehrlich gesagt freue ich mich mittlerweile drauf, den Motor hier auszubauen. Wir wollen das auf jeden Fall diesen Sommer noch durchziehen. Als nächstes kriegt das Auto erstmal ein neues Fahrwerk. Das seht ihr im nächsten Video, weil es sind leider tatsächlich die Sturzdämpfer vorne kaputt. Das Ding quietscht wie Sau, habe ich auch noch nie erlebt. Aber eins nach dem anderen. Also ihr könnt euch darauf freuen, Fahrwerk, Motor und dann bin ich echt mal gespannt, wie die Bude fährt.